Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Wassermann, zu deiner Juli-Energie 2023. Oh nein, das ist doch schon wieder verkehrt. Also machen wir Juli, Juni, oh Quatsch, Juli, August und September. Denn wir machen ja heute eine spirituelle Legung. Und da innen, erst innen, dann außen heißt, müssen wir es erst innen verändern und dann tritt es schön langsam nach außen und das dauert immer ein bisschen länger. Und darum machen wir hier eine 3-Monats-Legung. So, deine Energie, die überall Einfluss hat, ist Entwicklung. Das heißt, hier möchte sich etwas entwickeln in deinem Leben. Und zwar geht es bei dir, und das heißt eben Begegnung mit deiner Manifestation, das ist das erste Haus, Glaubenssätze. Hier dürfen sich Glaubenssätze entwickeln, neu entfalten, neu geschrieben werden, sage ich jetzt mal. Das zweite Haus ist die Göttlichkeit in dir und auch gleichzeitig dein Stirnchakra, also da, wo deine ganzen Talente sind, Hell hören, sehen, wissen und so weiter, werden dort, also das ist halt das Chakra der Talente, ob die jetzt alle da entwickelt werden, weiß ich gar nicht so genau, aber die Göttlichkeit in dir sagt dir, hier Arbeit an. Also die Göttlichkeit in dir schiebt hier die Arbeit an deinen Glaubenssätzen an. Arbeite dran, mach was. Denn es fließt in deinem Leben viel Hilfe zu dir. Du hast hier eine universelle Hilfe, die gleichzeitig dein Wurzelchakra ist, die Karte. Das heißt eben deine ganzen Begleiter, alles, was du als Samen mitgenommen hast, um ein großer Baum zu werden, hier auf dieser Erde als Mensch, fängt es an, in dir zu fließen. Und das sind eben auch Sachen, die du leben wolltest. Und wenn jetzt Glaubenssätze nicht dem entsprechen und du das nicht erleben kannst, weil deine Glaubenssätze dagegen sprechen, dürfen die entwickelt werden. Okay. Hier fließt praktisch deine Urenergie mehr und mehr in dein Leben. Das All-Eins in dir heißt dieses Haus und das ist gleichzeitig dein Solarplexus, nein Quatsch, dein Sakral- oder Sexualchakra. Und da entstehen all deine Wünsche und all deine Begierden von Herz, vom Menschen, aber auch von der Seele. Und alle Wünsche, die von Herzen kommen, ist egal wie groß oder wie klein die sind, stimmt mit deiner Seele überein. Wenn du ein Haus möchtest, dass du dich wohlfühlst, dass du dich ausbreiten kannst, dein Leben genießen kannst und dass dein Grund ist, der von Herzen da ist, dann wird das auch genauso verwirklicht werden, wenn du daran arbeitest. Hat ja mit Glaubenssätzen und so weiter zu tun. Wenn aber du jetzt ein Haus möchtest, weil du Prestige möchtest, weil du ein Ansehen möchtest, weil du damit irgendwas verdecken möchtest, kommt es vom Verstand. Das wird von der Seele nicht unterstützt und muss auch nicht verwirklicht werden. Heißt nicht, dass es nicht verwirklicht wird, aber es kriegt halt, es kriegt halt nicht so viel Energie. Ich sag's mal so. Und das Allein in dir sagt, hier ist eine Schuld. Also, und darum darf sich auch hier dein Glaubenssatz entwickeln. Also du hast hier eine Schuld in dir, in deinem All-Eins von Körper, Geist und Seele, das mit deinen Anlagen nicht übereinstimmt. Weil hier fließen deine Grundanlagen. Und deine Grundanlagen ist keine Schuld. Also keine Seele wird ein Leben haben wollen, was von Schuld geprägt ist. Es will vielleicht mal Schuld erleben, ja. Aber wenn das erledigt ist, ist es erledigt. Es ist nichts, was sich dein Leben lang in dein All-Eins festsetzen soll. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist ein schönes Leben im Grunde mit verschiedenen Erfahrungen und Facetten. Also ist diese Schuld genau das, wo es der Wassermann wirklich eine Entwicklung anstreben darf. Denn im Leben stehen hier Entscheidungen an, und gleichzeitig ist es, der Platz 22, und der heißt, durch inneres Gefühl wissen. Also hier in dein Leben entwickelt sich die Gabe, durch ein inneres Wissen
durch das innere Gefühl zu wissen. Da weiß man nicht, wo es herkommt, man weiß bloß, es passt. Und hier ist aber ein Schuldthema drin, wie auch immer das geartet ist in deinem Leben, was das nicht zulässt. Was dein inneres Wissen, die Ausprägung deines inneren Wissens überdeckt. Sagen wir es mal so. Dein Blindfleck, heute muss man, ist Sicherheit. Das heißt, du hast ein Sicherheitsbedürfnis, ist aber gleichzeitig dein Blindfleck. Das heißt, in dem Fall würde ich sagen, du ordnest alles Mögliche unter, um die Sicherheit zu haben. Kann natürlich sein, dass du hier ein Schuldthema hast, was du gar nicht ansehen möchtest, weil sonst deine Sicherheit gefährdet ist. Oder dass du ein Schuldthema hast, und lass mal das mit der Schuld raus. Also mit der großen, das Wort, was Schuld heißt. Das ist einfach nur ein schlechtes Gefühl. Ich habe irgendetwas getan in meinem Leben, wo ich mir nicht verzeihen kann. Auch das ist ein Schuldthema. Also irgend sowas ist hier, was deine Sicherheit wahrscheinlich gefährdet, weil die Sicherheit ist dein Blindfleck. Lass mich mal weitermachen hier. Der körperliche Ausdruck wird fremd. Das heißt, du wirst hier fremden Situationen körperlich begegnen oder auch körperliche Reaktionen, die eigentlich nicht normal sind für dich. Was weiß ich, du kriegst auf einmal Masern als Erwachsener, was jetzt nicht normal ist. Das ist eine körperliche Reaktion, die dir fremd ist. Oder du kriegst auf einmal von heute auf morgen eine Allergie. Du sagst, wo kommt denn das jetzt her? Brauchen wir nicht. Hat aber alles mit diesem Thema hier zu tun. Platz 8 heißt, nutze deine Kraft, und ist gleichzeitig dein Solar Plexus Chakra. Und heißt, nutze deine Kraft. In Wirklichkeit entsteht hier deine Macht. Ich habe es bloß Kraft genannt, weil Macht eben negativ belegt ist. Aber hier entsteht deine Macht. Wie sie zu werten ist, ist, da kommt dann das Negative oder Positive raus. Was du damit tust, ist die Wertung dann. Also Macht an sich ist sehr neutral. Und diese Macht brauchst du, um zu manifestieren, um deine Heilung voranzutreiben. Und da liegt deine große Kraft von Zellplexus drin, dass du wirklich alles in deinem Leben heilen kannst. Das ist deine große, da wo du wirklich einen Schwerpunkt hast. Du kannst heilen. In jeder Lebenslage, also auch das Leben heilen, nicht nur den Körper. Deine Natur erkennen ist aktiver Fluss. Das heißt, bei dir fließt das Leben, fließt die Heilung eigentlich permanent in dein Leben. Aber hier haben wir einen Glaubenssatz. Ich schätze mal, dass hier das Schuldthema ist. Aber wir werden gucken. Lass uns das mal fertig machen. Ja. Spontane Energien heißt, ich gehe meinen Weg. Also du möchtest eine Heilung. Du möchtest hier eine Heilung entwickeln, weil du in dein All-Eins auf einmal ein Schuldthema hast. Es wäre natürlich interessant, wo dein All-Eins liegt. Das ist das Haus, vielleicht kommt es ja noch. Weil ich hier noch nicht weiß, wo dieses Schuldthema hingeht. Weil hier ist inneres Wissen, was aber im Leben da ist und dir Sicherheit gibt. Warum liegt da das Schuldthema? Deinem Alter. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber wir werden es schon rausfinden. Gesprochenes Fühlen. Annehmen. Gesprochenes Fühlen annehmen. Das ist dein Weg in die Heilung, den du auch gehst. Aber warum haben wir hier ein Schuldthema? Dein Tun ist großer Erfolg. Das ist alles sehr, 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 sehr positiv. Und klärt mich nicht über die Schuldthema auf. Jetzt müssen wir warten, ob jetzt irgendwo das Haus auftaucht, dass wir da einen besseren Anhaltspunkt kriegen. Es liegt nämlich auch noch mittig. Ich habe hier gar keine Referenz, außer die ganze Karte unten. Und da liegt der Vater drin. Also das heißt, hier kommt eine göttliche Einmischung im weitesten Sinne, dass dieses Schuldthema hier bearbeitet wird. Mal gucken. Deine Weisheit
wird sichtbar im Leben. Dein Erfolg ist sichtbar im Leben. Entschuldige, das war der Akku. Ja, deine Weisheit ist sichtbar im Leben. Ist mit Erfolg gekrönt. Du verlässt dich auf dich. Du hast hier eine aktive Heilung, die durchs Leben fließt. Ich verstehe die Schuld immer noch nicht. Niedere Schwingung ist nervig. Okay, also das heißt, du bist gern genervt von irgendetwas. Vielleicht, wenn es nicht so läuft, wie du willst oder so, bist du gern genervt, was dich dann immer runterzieht. Das ist aber jetzt auch nichts großartig Schlimmes hier. Merkt man halt gleich, sieht man gleich in deinem Leben. Intuition und Inspiration. Da ist eine Aufregung, aber hier kommt auch positive Aufregung in dem Fall noch. Schau mal, was daneben steht. Klarheit bekommen über die Familie. Also ist deine Intuition darf auch fließen in deinem Leben. Ist auch als Anlage bei dir. Also soll auch so sein. Vertraust du auch. Du bekommst Klarheit über die Familie. Veränderungen fühlen und denken durch den Sohn. Hier kommt also eine neue Energie. Also es ist nicht dein Sohn spirituell, sondern ist eine neue Energie, die jetzt erwacht, die dir Veränderungen bringt. Aber ich weiß noch nicht, wo die ist. Die auf deinem Weg liegt, die auch so sein soll. Die entwickelt sich jetzt. Okay, mal gucken weiter. Das ist dein Wurzelchakra, was eigentlich hier liegt, was eben auch fließt im Hier und Jetzt im Leben, wo eben ein Gefühl durch inneres Gefühl Wissen vorherrscht. Also du hast schon eine gute Intuition. Heilung ist deine Stärke, die auch wirklich in dein Leben fließen darf. Und deine Begleiter, deine Wurzeln sind auch im Hier und Jetzt. Dein Lebensweg ist im Hier und Jetzt. Ja, ich verstehe die Schuld noch nicht. Die Schuld haben wir hier schon mal in der Familie. Die Schuld im großen Erfolg. Jetzt schauen wir mal. Schicksal, Zufall. Das ist das jetzt, wo du nicht weg kannst. Also wo es in diesen 3 Monaten wirklich zu erledigen ist. Und das ist energetisch. Das hat mit deiner Quelle was zu tun. Weil die liegt eigentlich hier, es ist die Verbindung zu deiner Quelle. Und die Schuld liegt eben auch, da liegt die Quelle direkt drin. Okay. Und das kannst du jetzt nicht verändern. Diese Energie, eine Energie, die sichtbar wird im Leben, die du aber auch, wo auch auf deinem Weg liegt. Und lass uns mal gucken, das ist schön durcheinander. Äußerer Einfluss ist Spiritualität. Also du wirst, hast einen äußeren Einfluss, das heißt von außen kommt die Spiritualität auch in dein Leben sichtbar. Hier wird ein Erfolg gezeigt, gesehen, keine Ahnung. Ja, und die Verbindung zu deinem höheren Selbst, zu deiner Quelle ist Gefühl. Und das ist zwar ein bisschen nervig bei dir, aber ansonsten ist es richtig gut. Es fließt auch. Sehr mysteriös. Also diese Karte ist sehr mysteriös. Ich habe noch keine Ahnung. Durch inneres Wissen fühlen. Das ist das, was im Leben liegt. Was jetzt hier wirklich mit deinem Herkommen zu tun hat, mit deiner spirituellen Aufgabe, mit deiner Seelenweg zu tun hat, das jetzt auch in dein Leben fließt. Und da erkennst du etwas. Und das Erkennen liegt eigentlich hier. Du erkennst etwas in der Familie. Und da liegt jetzt eben auch die Schuld. Okay, hat mit Familie zu tun. Störender Einfluss ist Dankbarkeit. Störender Einfluss ist Dankbarkeit. Entweder kannst du nicht gut Danke sagen oder deine Dankbarkeit nicht ausdrücken oder deine Familie ist nicht so dankbar, wie du gern möchtest. Möglich, aber noch ist nicht negativ. Ja, jetzt haben wir das Herzchakra. Herzchakra, da wo auch deine Seele ihr Zuhause hat und das ist voller Leidenschaft. Es ist sehr mysteriös, lieber Wassermann, sehr mysteriös. Das liegt alles super klasse.
Du fängst hier, dein Weg ist jetzt auch dein Seelenweg. Also hier kommt jetzt etwas, wo du deinen Seelenweg lebst. Da kannst du auch gar nicht aus, weil die göttliche Energie wirklich mit Macht zu dir kommt, dass du jetzt auf deinen Seelenweg bist, gehst, etwas erledigst, was du vor Hause gemacht hast, also ausgemacht hast. Da ist irgendwo eine Schuld, die dich aber irgendwie im Leben nicht zeigt. Weil hier ist wirklich alles positiv. Die Schuld ist aber auch gleichzeitig der große Erfolg. Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es wirklich noch nicht. Es fließt alles. Du erkennst auch die Natur, dass es fließt. Und die spontane Energie ist, ich bin jetzt auf meinem Weg. Ja, ich weiß es nicht, noch nicht. Im Hier und Jetzt sind alle Begleiter, ist deine Verwurzelung jetzt auch eben wirklich gesegnet. Da liegt's. Das habe ich gehofft, dass das irgendwann auftaucht. Dass nämlich das ist das, was da oben liegt. Und das liegt auf Glaubenssätze. Das heißt, du bekommst hier einen Glaubenssatz präsentiert. Bis jetzt aber noch überhaupt nicht negativ. Aber der sich jetzt entwickeln muss, also neu gestalten muss. Der sich aber aus diesem Erfolg ergibt, der hier liegt. Du erkennst den Weg, den du mit und für deine Familie gehst. Es fließt alles schön, aber du musst auf einen Glaubenssatz arbeiten, den du in dir selber hast. Der jetzt wirklich zu tragen kommt, wo irgendeine Schuld ist. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt es jetzt. Störende Energien, ganz plötzlich. Okay, also das ist ein Thema und darum liegt es vielleicht so abseits, so isoliert, weil diese störende Energie mit deinem Heim, mit dem Schuldthema hier, ganz plötzlich auftaucht. Also ohne Vorwarnung. Du hast mit dieser Schuldenergie im weitesten Sinne im Leben eigentlich kein Problem. Und trotzdem taucht es plötzlich auf. Verstehen und deine Eingebung. Geld. Finanzielle Sachen. Irgendwas Finanzielle und es kommt dein Partner manifestiert. Also, hier kommt etwas sehr Positives auf dich zu, lieber Wassermann. Was mit Leben und materiell zu tun hat, wo du dankbar sein darfst. Das Leben fließt weiter und du siehst es. Und diese Dankbarkeit liegt aber auf störenden Einfluss und diese plötzliche Auftauchen des der materiellen Eingebung, der Manifestation von Geld, bringt dich plötzlich irgendwie aus dem Tritt. Zeigt dir einen Glaubenssatz, der in dir ist. Den du aber irgendwie nicht ansiehst. Der dich auch weiter nicht stört. Du darfst an einem Glaubenssatz der mit der Arbeit zu tun hat, arbeiten. Weil die Arbeit, die du tust, gibt dir Sicherheit. Ich muss jetzt erstmal weitermachen hier. Deine Grundschwingung ist Reichtum. Ja, das passt wieder absolut zu dem Wassermann, den ich kenne. Ich weiß, es sind die alle Wassermänner gleich, aber zu dem Wassermann, den ich kenne, ist das immer absolut für mich klar. Du erkennst deinen Reichtum. Du bist materiell, das ist aber nichts Negatives. Und hier kommt eine neue Energie, die einiges verändert. Schauen wir mal. Reingeborenes Umfeld ist online. Also dein reingeborenes Umfeld, also deine Familie ist, da ist schon viel oder einige in der Familie online, also angebunden, gut, reichlich angebunden. Und aus irgendeinem Ereignis, durch innere Gefühl wissen, was aber im Leben materiell dargestellt wird, bewegt sich etwas in dir. Energieerhöhung ist Gesundheit. Ja, es wundert mich nicht, ja, du hast ja hier die Heilung.
Unterbewusstsein, ja, und da liegt eben der Vater drin. Der Vater mit Gefühl. Ich verstehe das nicht ganz. Also dieses Schuldthema, was es jetzt zu revidieren geht, um das geht's, um den Glaubenssatz der Schuld, die es sich jetzt entwickeln darf, wirkt sich aber nicht negativ auf dein Leben aus, hat bloß die Auswirkung, dass du vielleicht mehr arbeitest, um Sicherheit zu erlangen. Dass du deine Arbeit irgendwie vorne ranstellst, um Sicherheit zu verlangen. Weil das ist dir ja wichtig. Und jetzt merkst du hier, dass es praktisch, du siehst, dass es spirituell auch geht, dass du also nicht wirklich körperlich arbeiten musst, sage ich jetzt mal. Dein Halschakra ist Glück. Das heißt, du kannst wirklich gut kommunizieren mit dir, mit deiner Quelle, mit deinen Gaben. Auch materiell im Leben ist die Kommunikation sehr positiv. Auch das spricht hier für dich und hier ist plötzliches Glück. In sich ruhen, feiern und Spaß. Wenn du feiern und Spaß kannst, machen kannst und dich auslassen kannst, bist du wirklich du selbst. Also da kannst du wirklich in dir ruhen und deine Berufung geht es jetzt voran. Also, lieber Wassermann, das ist eine ganz eigene Legung für Wassermänner. Denn diese Legung heißt, dass du dich entwickeln wirst, dass du auf deinen Seelenweg weitergehen wirst und oder in hier und jetzt einen Scheitelpunkt erreichst. Wie soll ich denn sagen, in dein Samenkorn, was du ja selber gelegt hast bei deiner Empfängnis hast du den Samen für dich gelegt, dieser Baum, dieser Mensch zu werden, mit diesen Eigenschaften und so weiter. Und das ist jetzt genau das, was im Hier und Jetzt zu tragen kommt, was hier und jetzt zu fließen anfängt. Und das ist dein grundsätzliches Seelenweg, deine eigene Vorbestimmung ist eigentlich sehr glücklich. Das gilt es jetzt aber auch zu leben. Hier ist alles damit vorbereitet, es wirklich leben zu können. Du musst nur diesen Schuldglaubenssatz, den du bis jetzt nicht gesehen hast, der aber immer geflossen ist in dein Leben, bearbeiten. Und der stellt sich bei dir raus durch irgendetwas sehr Positives, was mit Arbeit zu tun hat. Die Göttlichkeit in dir zeigt dir die Arbeit, zeigt dir, dass du hier im Blindfleck eine Sicherheit hast. Also im Blindfleck heißt, du tust viel für deine Sicherheit, für das Sicherheitsgefühl, denn daneben liegt ja durch inneres Gefühl Wissen, also du brauchst das Gefühl, sicher zu sein. Und genau um dieses Gefühl geht es jetzt. Da ist irgendein ein negatives Ding drin, wie ich muss für mein Geld arbeiten oder ich was weiß ich, irgend sowas. Also es ist hier materiell. Wo dir positiv aufgezeigt wird, dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt. Dass du dich weiterentwickeln darfst ins sehr Positive. Denn hier kommt der aktive Fluss des Materiellen wird sichtbar in deinem Leben und du darfst dankbar sein, aber die Dankbarkeit ist ein störender Einfluss. Das willst du nicht, du bist ja nicht so gern dankbar. Und dass das plötzlich und unerwartet kommt, eine Manifestation von deinem Partner. Also das muss jetzt, weil wir ja hier eine allgemeine Legung sein, nicht dein Partner sein. Es kann auch ein nahestehender Mensch sein, der hier irgendetwas Materielles manifestiert, ganz plötzlich, wo dir die Augen öffnet, wo du einfach merkst, dass du ja für die Sicherheitsgefühl nicht immer in die Arbeit gehen musst, sondern dass du, solange du angebunden bist und dir deinem Wissen vertraust, was du ja hast im Leben, was
du auch erkennst, du hast so ein inneres Wissen, wenn du dem vertraust und dem folgst, dass du nicht arbeiten in den Sinn musst, sondern wirklich die Arbeit mit Feier und Spaß tauschen kannst und trotzdem online angebunden seid, um die Sicherheit zu empfinden. Dieser körperliche Ausdruck ist das Einzige, was sich ein bisschen negativ deuten könnte, wenn ich wollen würde. Weil hier ist nämlich ein Glaubenssatz, den du nicht kennst, der mit Reichtum an sich zu tun hat. Der dir auch zeigt, dass du dich auf dein inneres Gefühl verlassen kannst, was du schon immer hast. Also hier passiert etwas sehr, sehr Positives, Herr Wassermann. Herr Wassermann. Lieber Wassermann. Was dir aber einen Glaubenssatz aufzeigt, der mit Arbeit in deinem Leben zu tun hat. Also vielleicht hättest du dir dein Leben einfacher machen können, wenn du dir selber mehr vertraut hättest. Die Anlagen sind alle da. Und ich weiß jetzt, dass viele Wassermänner nicht so das Leben können. Natürlich nicht. Aber jeden Wassermann, der sagt, dieses große Glück und dieses schöne Leben, was hier liegt, nicht gegönnt ist, soll wissen, er hat hier alles, was er braucht. Dann ist es hier ein materielles Schulthema. Ich muss für mein Glück arbeiten. Ich habe mein Glück nicht verdient, weil das Glück liegt in der Kommunikation und das ist eine Entscheidung. Also hier ist irgendein Glaubenssatz, der irgendwie wirklich in dir verankert ist, der dein Leben bestimmt. Ein großer Glaubenssatz, der dir, ja, wenn du das noch nicht leben kannst, dieses Leben verwehrt hat. Denn ich muss jetzt hier für alle Wassermänner reden. Also ich sage ja, mein kleiner Bruder ist ja Wassermann und da habe ich dann immer einen schönen Vergleich. Und das ist genau das Leben meines Bruders, was hier liegt. Aber nicht jeder lebt diesen großen Erfolg, diese materielle Sicherheit und so weiter. Hundertprozentig nicht. Aber er könnte es leben. Also die Wassermänner haben jetzt die Chance, dieses Leben zu bekommen. Weil jetzt mit göttlicher Intention, mit sehr viel Gefühl dafür gesorgt wird, dass du wieder auf dein Lebensweg kommst und dass der hier wirklich mit Macht in dein Leben fließt, was auch Heilung und Gesundheit beinhaltet. Hier ist eine neue Energie, die dein Denken und Fühlen verändern wird, was auch wiederum mit der Familie zu tun hat, kann ich vergessen. Also das ist ein Arbeits- und Familienthema, was sich wahrscheinlich bei jedem Wassermann ein bisschen anders ausgewirkt hat. Aber es heißt ja, jeder Wassermann hat die Chance, nun sein Leben wirklich neu zu entwickeln, auf neue, richtig tolle Füße zu stellen. Seinen Weg, der kommt jetzt als spontane Energie zu dir, deinen wahren Weg, und da liegt der Erfolg drin. Also du hast mit deinem wahren Weg Erfolg. Wenn du das in deinem Leben noch nicht hast, lieber Wassermann, hat das mit diesem Schuldthema zu tun, der im weitesten Sinne mit der Familie zu tun hat, der im weitesten Sinne auch mit spirituellem Erfolg zu tun hat. Vielleicht hast du da noch nie weiter drüber nachgedacht, dass du spirituell selber sehr viel Erfolg haben könntest und du nicht andauernd arbeiten müsstest, denn die Göttlichkeit in dir heißt, geh in die Arbeit, schaffe Sicherheit, und das stimmt eben nicht. Das heißt, für jeden Wassermann, der es nicht fließen lassen kann in seinem Leben, liegt alles an diesem einen Glaubenssatz, und der darf sich jetzt entwickeln. Und hier präsentiert sich ein sehr, sehr, sehr schönes Leben. In jedem seiner Entwicklung. Hier liegt ja beim Wassermann Reichtum, hier liegt wirklich viel Geld, plötzliches Glück, auch
in materiellen Dingen, wo du aber auch merkst, dass du spirituell mehr kannst, was dir was aufzeigt, aber im positiven Sinn. Und wenn du jetzt, was weiß ich, du bist jetzt, keine Ahnung, Lauerarbeiter, ist ja vollkommen wurscht, kann das jetzt hier eine Lohnerhöhung sein, rein theoretisch, weil hier nämlich eigentlich die Arbeit liegt und hier eigentlich das Geld liegt und hier viel Freude liegt. Das heißt, hier könnte eine Lohnerhöhung sein. Aber das Glaubenssatz hat mit der Arbeit zu tun. Deine ganze Göttlichkeit in dir, deine Gaben, hast du einen Glaubenssatz, da muss man arbeiten. Oder meine Göttlichkeit ist nicht so stark, nicht so ausgeprägt, dass ich mich darauf verlassen könnte. Oder. Also irgendetwas wird dir hier vor Augen geführt, aber positiv. Weil die Manifestation liegt im Partner. Kann eine andere Person sein, dass dir hier etwas gezeigt hat, dich sehr positiv ist. So ungefähr, irgendjemand in deinem nahen Umfeld fliegt etwas zu, was zwar für dich auch zum Vorteil ist, aber das so, so da der Glaubenssatz heißt, dem fliegt alles zu, der kriegt es geschenkt und ich muss dafür arbeiten. Irgend sowas ist das. Also irgend sowas in der Art ist das hier, wo du durch ein positives Erlebnis, ein positives Sehen, einen Glaubenssatz von dir entdeckt, der irgendwie mit Arbeit und Familie zu tun hat. Der einiges verhindert hat in deinem Leben. Und das mag jetzt für jeden was anders sein. Du bekommst Klarheit über deine Familie. Es kann auch sein, hier, das könnte jetzt auch rein theoretisch dein Bruder, deine Schwester, dein Onkel oder was weiß ich wer sein, den du völlig verkehrt eingeschätzt hast, wo jetzt einfach sich irgendetwas dreht. Also durch dieses Ereignis dreht sich irgendetwas in dir, was sehr spirituelle Auswirkungen hat. Aber durch ein positives Ereignis, dass dir vielleicht irgendjemand vor Augen führt, dass es spirituell sehr wohl geht. Dass man sehr wohl ein tolles Leben haben kann, nur durch Spiritualität. Irgend sowas ist das. Und da erwacht eben eine Veränderung in dein Denken und Fühlen, so ungefähr, ich habe mein Leben lang abgerackert, mein Leben lang wurde ich genervt oder sonst irgendwas, und dabei hätte es das gar nicht sein müssen, weil hier wirklich gute Anlagen sind. Und bei dir ist ja die Hauptanlage Heilung. Du kannst heilen in jeder Facette. Die Gesundheit ist eine Energieerhöhung. Also du kannst hier andere heilen, du kannst das Leben von dir heilen, du kannst alles Mögliche heilen. Also da liegt deine Stärke drin. Durch inneres Gefühl wissen hast du reichlich, und das erkennst du jetzt auch. Also durch ein positives Ereignis werden dir eigentlich die Augen geöffnet, und das, wo du praktisch nicht gelebt hast, wo du gesagt hast, ja, ich bin so ein Idiot, habe mein Leben lang das und das gemacht, dabei wäre es einfach gegangen. Also so in etwa ist dieses Schuldthema. Das ist nicht keine wirkliche Schuld, da liegt auch nichts Negatives, also so großartig rum. Aber durch dieses Erkennen, dass etwas in dir immer schon war, du angenommen hast, als es ist so, hat dir einige Wege in dein Leben verbaut. Und die dürfen jetzt eröffnet werden durch dieses Erkennen. Entwickeln sich diese Glaubenssätze, was dieses Schuldthema ist, was fest in dir ist, in deinem All-Eins, also in Körper, Geist und Seele ist das vereint. Und durch diese Entwicklung kommt hier ein neuer Stamm, ein neuer Ast an deinen Baum, der Veränderung in Fühlen und Denken bringt und dich auf einen besseren Weg deiner Bestimmung führt, auf dem du das alles hier haben kannst. Also hier ist ein Augenöffner, dass du deinen Weg annehmen musst und nur gehen musst, und dann kommt alles sehr positiv. Also, das ist das, was ich hier dazu sagen kann. Es ist eigentlich ein schönes Ereignis, was auf dich zukommt, und ja, von außen
hier kommt die Spiritualität von außen auf dich zu. Und das verändert einfach alles. Ganz plötzlich. Es ist aber auch so gewollt, dass du das jetzt erkennst. Und dadurch, durch dieses Erkennen und durch dieses Entwickeln des Glaubenssatzes, dieses Umprogrammieren, kommst du auf deinen Lebensweg, der dann wirklich fließen darf. Wirklich fließen darf, wo es auch materiell vorangeht, wo es in Gefühlen vorangeht. Weil hier ist nichts mehr großartig Negatives. Da ist nur dieses Schuldthema. Du wirst auch deinen Körper mehr oder weniger neu kennenlernen, denn auch das Sicherheitsgefühl hat sich bei dir körperlich festgesetzt. Also weiß ich nicht, wie sich das dann zeigt. Aber es ist auch nichts, es ist nur nervig. Also irgendwas hat sich da festgesetzt durch ein Sicherheitsgefühl, was dich jetzt nervt. Aber auch das kannst du heilen, sobald du es erkennst. Denn du kannst es manifestieren. Und das wird dir hier gezeigt. Also hier kommst du wirklich auf deinen Lebensweg, der dir deine Gaben zeigt, deine Stärken zeigt, den du ausgemacht hast, den du für dich selber vorgesehen hast, ein sehr positiver Weg, der dir aber gezeigt wird durch etwas sehr Positivem und du entdeckst, hoppala, das hätte ich ganz anders machen können. Also eine richtig, eigentlich richtig schöne Energie drin, auch wenn die Dankbarkeit in störenden Einflüssen ist, man ist nicht gern dankbar, aber es ist schön, dein Tun wird großen Erfolg haben, sobald du es erkannt hast und sobald du dich dafür entschieden hast, diese Schuld anzunehmen und zu transformieren. Dann wird sich auch in deinem All-Eins, im Leben, im Hier, wieder alles ins Positive ändern oder ins Positivere, je nachdem, was für ein Leben du hast. Hier darf sich wirklich etwas ändern, weil du auf deinem Weg bist. Und der Weg ist sehr positiv. Der kommt ganz plötzlich durch diesen Augenöffner in dein Leben. Also, war ein bisschen schwierig, Wassermann, weil es hier wirklich schön ist. Es ist wirklich eine schöne, schöne Legung. Will ich überhaupt nicht verhehlen und ich habe mit der Schuld lange Zeit nichts anfangen können. Aber durch dieses schöne Ereignis, und das ist doch auch mal schön, dass es mal ein schönes Ereignis sein darf, was dich auf deinen Lebensweg bringt. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten. Denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte ich ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch rausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist
ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.